Hallo und herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und ich möchte euch heute meine neueste Errungenschaft vorstellen, die gerade angekommen ist. Und zwar ist es der AT-AT in der Endor-Version aus dem Film Return of the Jedi. Dieses Modell wurde von der Firma Hasbro im Jahre 2012 im Zuge der The Vintage Collection Serie herausgegeben. Der AT-AT selbst war im Film nicht lang zu sehen. Eigentlich nur 22 Sekunden oder wenn man es etwas genauer nimmt, nur 16 Sekunden lang. Ich habe die Szenen einmal zusammengeschnitten, damit wir da einmal einen Überblick drüber bekommen. Hier sehen wir den AT-AT am Schildgenerator. Hier nochmal in einer Großaufnahme. Und hier können wir Carbonin einmal im Detail sehen. Und das war's auch schon. Das hat Hasbro aber nicht davon abgehalten, dieses Modell zu veröffentlichen. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. 2010 kam dieses Modell nämlich schon mal heraus, und zwar an der weißen Hof-Variante. Da hat sich der Hasbro wohl gesagt, okay, die Gussform haben wir schon, warum das Modell nicht ein zweites Mal auf den Markt bringen? Das dürfte wahrscheinlich die Entwicklungskosten gesenkt und den Gewinn maximiert haben. Hier haben wir den Karton nochmal in Großaufnahme. Auf der Vorderseite sehen wir das Star Wars Return of the Jedi Logo und einmal eine Szene, die mit dem Modell nachgebaut worden ist, aber natürlich so im Film nie zu sehen war. Auf der Rückseite haben wir dann das gleiche Bild, auch einmal mit dem Return of the Jedi Logo, genauso wie das The Vintage Collection Logo. Die anderen Seiten möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten und dementsprechend sehen wir hier einmal ein kleines Bild, dass man die Beine bewegen kann. Und auf der anderen Seite, leider jetzt auf dem Kopf liegend, das drehe ich nochmal eben um. Ein paar kleine Detailzeichnungen, wie man zum Beispiel das Cockpit öffnen kann oder dass sich die Kanonen drehen können oder auch der Kopf. So, nun will ich aber auch sehen, was in der Box ist und damit beginnt das große Unboxing. Also, ans Werk. Nein, so natürlich nicht. Das machen wir ganz vorsichtig und nur auf einer Seite. Thank you.
So, nun sind sie da, die Einzelteile. Alle schön ausgepackt. Wie man sehen kann, liegen jetzt hier die vier Beine. Hier sind die Füße, die nachher noch aufgesteckt werden müssen. Und was als Zusatzmaterial kommt, ist jetzt dieser Speeder. Der Speeder war in der Hoth-Variante weiß. Und der Pilot, den habe ich, Moment, da habe ich ihn. Der Pilot war tatsächlich so, dass die in der Hoth-Variante die Handschuhe und die Stiefel schwarz waren. Oh, guck's mal hierher. Ja, dann haben wir hier noch den Rumpf des AT-ATs sowie das Kopfmodul. Ja, man kann hier sehen, das Kopfmodul ist schon fertig zusammengebaut. Fehlen eigentlich nur die Seitenkanonen und die unteren Kanonen. Und wie man auch gut sehen kann, ist hier unten die Steckverbindung für die Elektrik. Oh, kleine Leiter gibt es hier auch noch zu. Die kommt nachher rein. Und hier haben wir die ganzen Einzelteile. Inklusive Aufkleber im Übrigen. Das heißt, dieses kleine Blättchen hier, das sind die Aufkleber, die nachher auch noch zu dem Modell zugehören. Ja, last but not least. Ups, ach, komm her. Ein Instruction Sheet, wie man das ganze Modell zusammenbauen soll. Auch das werden wir uns dann einmal angucken. Ich lese es mir mal durch, damit ich auch weiß, wie ich das Modell zusammenzubauen habe. Thank you.
nachdem ich den einen Ausschalter gefunden habe, können wir auch mal die Funktion prüfen. Oben auf dem AT-AT sind auch nochmal drei Knöpfe für Soundeffekte. Und dann haben wir hier noch den Hebel, um den Kopf zu bewegen. Da kann man jetzt auch nochmal hier so zwei seitliche Kanonen rauspacken, wenn man das möchte. Und dann kann man den Kopf nach oben und nach unten bewegen. Nach rechts und links eher nicht. Ist eigentlich nur die Bewegung von oben nach unten. Je nachdem, ich kann den Kopf jetzt nochmal so ein bisschen hier über die Seite rüberpacken. Aber man sieht schon, das ist mehr für die Bewegung nach oben und für nach unten. Wenn ich diese beiden wieder eindrehe, den Kopf einmal kurz anhebe und das hier wieder arretiere, bleibt der Kopf auch in einer geraden Position. In der Cargo Bay gibt es natürlich auch einiges zu entdecken. Zum Beispiel wäre da einmal dieser Button hier. Wie man gerade gehört hat, Rebel Snowspeeder, naja, waren auf Endor nicht unbedingt da. Heißt also, man kann schon sehen, dass das Modell ursprünglich mal als Hoth-Variante geplant war, aber macht der ganzen Sache keinen Abbruch. Was kann man sonst noch hier haben? Wir können noch diese beiden hier mit rausnehmen und haben dann sowas Ähnliches. Wie so ein kleiner Galgen, wo die Figuren auf und ab getragen werden können. Haben wir auf der anderen Seite auch nochmal. Sieht dort also genauso aus. Ein anderes Feature ist hier unten versteckt. Hier kann man ein kleines Seil herausziehen aus so einer Art Trapdoor. Und wenn man hier oben drauf drückt, gibt es ein komisches Geräusch. Dann wird dieses Seil auch wieder eingezogen. Wenn das Seil einmal komplett eingezogen ist, was es hier noch nicht ist, so hier nochmal drauf drücken. So, dann kann man die Klappe auch wieder zumachen.
Auf der Seite gibt es noch zwei kleine Fenster, die man auch öffnen kann. So einfach. Die dann sozusagen als Schießscharten für die imperialen Sturmtruppen gelten können. Kommen wir nun noch zum Achterdeck des AT-ATs. Hier kann ich die Klappe öffnen, das hatten wir ja schon beim Zusammenbau gesehen, und kann hier auf den Knopf draufdrücken und kann sozusagen das oder den Speederbike herausfahren. Den könnte ich jetzt auch wieder abnehmen und den zur Seite packen. Ich für meinen Teil lasse ihn hier gerne drin. Und wenn man das dann auch nicht aufhält, dann kriegen wir auch ein Geräusch dazu. Also nochmal hier rein und jetzt habe ich ihn aufgehalten. Ja, offensichtlich kriegt man nicht immer ein Geräusch. Na, okay. Gut, hier wieder hinein und die Klappe wieder zu. Wie man deutlich sehen kann, ist dieses AT-AT-Modell deutlich größer als das, was zu damaligen Zeiten herausgekommen ist. Und daher möchte ich ganz gerne mal einen Größenvergleich anstellen. Dafür hole ich einmal mein altes Modell und werde das neben dieses stellen. Beim Größenvergleich zwischen den beiden Modellen fällt auf, dass der neue AT-AT natürlich deutlich größer ist als der kleinere. Dieser hier kommt aus der Power of the Force Serie und ist damals eigentlich schon das State-of-the-Art-Modell gewesen, aber jetzt hat Hasbro sich mit dem AT-AT, der 2012 rausgekommen ist, nochmal deutlich übertroffen. So, damit sind wir auch schon am Ende des Beitrags angekommen. Wenn ihr mögt, schreibt mir etwas in die Kommentare oder aber ihr abonniert meinen Kanal oder aktiviert die Glocke, dann entgehen euch auch keine zukünftigen Videos mehr. Was haltet ihr von dem AT-AT? Sagt mir eure Meinung. Und dann würde ich sagen, mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection, bis denn und tschüss.